kann sich ja doch ziemlich schnell das Blatt wenden. Hoppala, der Block hätte drin bleiben können. Wenn er drin bleiben hätte können, setzt man auch wieder rein. So, zack, zack. Hoppala. Gut, dass ich vier Schaufeln gemacht habe. War ja doch wieder einiges. So, bap. Zack. Da machen wir zu. Dann gleichen wir hier heute mal die ganze Sache aus. Jo, und ja. Ich hoffe wirklich, dass ich das noch hinkriege mit der 200. Ist ja nicht mehr lang hin. Das nervt mich irgendwie. Dass wirklich nicht mehr viel Zeit zum Verstreichen lassen ist. Weil sonst ist hier mal Schicht im Schacht und die 200 steht vor der Tür. Aber das wird sich morgen klären, ob ich das noch hinkriege oder nicht. Ich schreibe euch dann einen Kommentar auf die Kanalseite. Müsst ihr halt mal drauf gucken, dann wisst ihr Bescheid, ob ich es hinkriege oder nicht. Ob ich Alternativen mir einfallen lassen habe, weil alternativtechnisch fällt mir gerade gar nichts ein, was ich machen könnte zur 200. Und ich bin halt der Meinung, so ein Special ist schon nicht schlecht zur 200. Schafft man auch nicht jeden Tag, dass man 200 Minecraft-Let's Plays gemacht hat. Aber was soll's. Ich hoffe da sehr auf... Wow! Wo kommst du hier? Wichser! Komm her, ich spalte dir den Schädel. Du untoter Hold. So. Wo bist denn du jetzt hergekommen? Irgendwas zu dunkel hier? So, Fackel hin. Müsste Ruhe sein. So. Und hier. Und hier auch. So. Den Rest baue ich ja eh weg. Hoffe ich mal. So. Du kommst mit, du Erdklumpen. Dann geht's hier munter weiter. So. Da oben ist vielleicht zu dunkel. Da hinten springt auch irgendwas rum. Aber das interessiert mich nicht, weil das kommt, glaube ich, hier nicht rüber. Ich glaube aber nur. Sicher bin ich mir nicht. Inventar voll? Inventar voll. Toll. Was werfe ich denn weg? Ach, scheiß auf den Sticky. Jetzt machen wir hier gleich mal ein bisschen leer auch. Weil wenn ich eh schon wieder auf dem Zahnfleisch hier krieche, mit dem Platz, dann muss ich hier mal wieder konkret ausleeren. Oder... So, Erde bis hier. Und passt es? So, so, so. Nee, du kommst nochmal weg. So, so. So, 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 so. Dann haben wir hier auch mal wieder dicht. Ich will ja hier nicht lückenmäßig verfüllern. Ich will hier schon was Gescheites machen. Deswegen fülle ich hier anständig auf. Würde ich jetzt mal so behaupten. So, und du kommst weg. So. Oder? Ach nö. Lass mal dort. Machen wir so. So. Haben wir hier so einen kleinen Aufstieg. Was soll's? Das sieht doof aus. Ach, reiß ich wieder weg. Scheiß drauf. Oh, scheiße, ich doch gepflegt drauf. Hau ich halt da Kobbel rein. Was soll der Geiz, ne? So. Dann muss ich aber auch mal den Kobbel zur Hand nehmen. Meine gute Schaufel. So. Zap. Zap.
So. Habe ich aber immer noch genug zum Auffüllen hier. So. Ich will ja hier keine Lücken produzieren. So. So, ich bin hier schon wieder ein bisschen konzentrierter, damit mir nicht so eine Scheiße passiert. Und ich hoffe, ihr seht es mir nach. So, weg mit dir. Sie sehe hell. Man kann hier schon mal... Ich hätte hier alles auffüllen müssen. Scheiße. Nee, jetzt mache ich hier nochmal... Muss ich hier nochmal aufschaufeln? Hilft sich alles nix. So. So. Mach ich wieder den Kobbel. Ach, scheiße auf das Brot. Weg damit. Und die Mucke geht mir schon wieder auf den Sack. So, weitergeschalten. Zurück zum Spiel. So. Passt schon wieder besser. Aber hier kann ich noch einiges an Stein weghämmern. Den wir mal eh brauchen werden. Um natürlich die Mäuerchen zu ziehen. Die Mäuerchen werden natürlich auch noch schick gemacht. So. Und dann, wenn ich hier mal grob alles gemacht habe, dann wird auch natürlich wird auch noch natürlich was anderes wieder gemacht. Mal ewig hier aufhalten ist ja auch nix. Da wird euch schnell mal langweilig, würde ich sagen. So. Oder sag mal so, mir wird auch langweilig. Früher oder später. So. Ah, jetzt geht der schon ein bisschen flotter. So, weg mit dir. Ich höre hier schon wieder ein Schwein grunzen, wie so auch immer. Aber hier denkt sich schon wieder Schwein, ich grunze hier mal eine Runde. So. Ich habe ja nichts gegen Schweine, aber hier das Gegrunze andauernd. So. Schon wieder 8-Bit-Mucke. Cool. So, wir kriegen schon langsam eine Fläche hier zusammen. Eine anständige. Finde ich zumindest. So. Hier muss ich jetzt mal wieder den Stein weghauen. Dass ich hier mal eine kleine Übersicht bekomme. Was hier Sache ist. Aber der Stein könnte gut reichen jetzt. Aber auch nicht so viel, wenn ich hier komplett ein Mäuerchen rum dumm ziehe. Dann geht hier mal schnell was flöten. Wartet mal. Ah. Mich hat es hier gerade unterm Ohr gejuckt. Und wenn man Headset auf hat, kann man sich hier so immer so schwer kratzen und so. Und komischerweise, man muss sich auch wirklich immer nur kratzen, wenn man Aufnahme macht. So, jetzt habe ich schon wieder... Nee, mache ich keinen Bock mehr. So. Hier muss ja mit Erde aufgefüllt werden. Weil sonst sieht Kacke aus und so. Soll ja auch nicht, ne? Nur leider muss ich, glaube ich, irgendwann schon wieder Erde farmen gehen oder so. Ist ja auch nicht unbedingt so spektakulär. Als das, was ich jetzt gerade fabriziere. Ist jetzt auch nicht so spektakulär. So. Dann mache ich hier nochmal alles mit Erde voll.
Zugemacht. Reingehauen. So. Und Gras wächst auch schon über die Sache. Das ist natürlich toll. Das finde ich super. So. Meine Pike. Was habe ich von der Pike aufgelernt, ne? Da kann keiner was sagen gegen. So. Dann mache ich hier mal konkret die Ebene fertig. So, modellieren wir uns halt den Berg so hin, wie wir es brauchen. Dass hier unsere schöne Burg hier entstehen kann. Ich bin gespannt, ob die Bauhöhe wirklich erhöht wird. Mit ein paar Updates oder so. Würde mich interessieren, ob das wirklich so ist oder nicht. Würde mich freuen. Dann könnte ich hier doch noch was Größeres ranzimmern. Aber muss ja nicht. Passt ja jetzt so ungefähr auch mit dem Turm. Vielleicht fällt mir noch was Besseres ein. Und setze ich auch das natürlich um. So, hier und hier und hier. Dass ich hier wieder alles mit Erde auffüllen kann. Eigentlich könnte ich hier ein bisschen offen lassen. Da könnte ich, wenn es wäre, noch Cobblestone farmen. Aber dann hätte ich schon wieder so blöde Lücken. Ah, vielleicht unterkeller ich irgendein Gebäude, was ich hier raufstelle. Wäre eine Überlegung wert. So eine Holzhütte oder so. Ah, da schwebt mir schon wieder irgendwas vor. Die Ausführung wird natürlich kläglich werden, wie immer. Ist ja bei meinen ganzen Gebäuden so, dass sie jetzt nicht so mächtig sind. Ich habe einfach nicht die Mega-Einfälle. Und die Mega-Einfälle kann ich nicht umsetzen, weil mir der zweite PC streikt. 200 lässt grüßen. Nee, ich setze wirklich alle Hebel in Bewegung, dass ich das noch hinbringe. Uah, ich reiß hier schon wieder Erde weg, die nicht weg soll. Wieso denn? Verflucht. So. Boah, mach noch mehr Bockmist, Junge. Hast du ja nicht schon viel genug heute gemacht. Und scheiße, ne? Dann muss das natürlich auch sein. So. Dab, dab, dab. Dab, 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 dab. Lightstone war ja cool für so Lampen oder so. Muss ich mir da... Muss ich direkt überlegen, ob man nicht mal in den Nether spazieren. Zum alten Jungen, ne? Uns das Gekreische ein bisschen von den Gas antun. Das Gequieke von den blöden Pikmin oder wie die heißen. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. So. Gras. Ich hasse Gras. So, weg damit. So, kurz was gefressen. Nicht, dass mich irgendwas heimtückisch angreift. Frisst das Brot, Junge. So. Dann fackeln wir hier mal kurz wieder aus. Ich hasse die Dunkelheit, deswegen mache ich mir lieber mal Licht. So. So. Momentan noch ein bisschen unkoordiniert. Ist ja noch nichts endgültig hier, ne? Ist ja auch noch eine ganze, eine ziemliche Baustelle. Und die Türme sehen auch irgendwie komisch aus. Wieso sieht hier alles komisch aus? Ich glaube, ich muss da nochmal hoch. Hm. Finde ich doof. So. Dann könnte ich hier nochmal Erde reinklatschen. Das mache ich auch mal so eben. Fülle ich dieses Loch auch noch schnell auf. So, so. So.